Einen wunderschönen guten Abend im Sonnenuntergangssimulator 2021 und zwar in der Hardcore-Version mit dem Krian. Hallo Yogi. Hallo Krian. Lilly, das war jetzt nicht dein Stichwort, dass du buddeln musst. Oh, guck mal, da rechts ist ein Unterwassertempel. Ja, da hast du letztens schon rumgemeckert, weil da doch die Guardians sind. Da war was. Aber ja, ich glaube, letztes Mal, das war gar kein Guardian, was ich gesehen hatte. Das war einfach nur irgend so ein Vieh, was da anwesend war. Also nee, war irgendein ungeladener Weltteil oder so. Hey, Lilly. Hey. Wo bist du überhaupt? Und wo bist du? Der Hund hat sich... Oh, eine Insel. Wir sind doch direkt bei unserem Haus reingegangen, oder? Ja. Gut, dann... Ich umschiffe diese... Ja, okay. Lilly, hey. Da wären auch Kürbisse, wenn man Kürbiskerne will. Ja, wollen wir ja eigentlich nicht. Hey! Aber ich kann mich nicht so ganz erinnern, dass wir um sowas rumgefahren sind. Das macht mir ein bisschen Angst. Wenn man sich einmal auf Leichtmatrose Yogi verlässt. Da sind wir halt auch gar nicht da angekommen. Oder brennt was, das Licht? Ein Wüstentempel. Den hätten wir aber schon genommen, wenn wir hier gewesen wären. Ja, hier waren wir definitiv noch nicht. Aber hier sieht's cool aus. Ich würde sagen, lass den. Warum ist hier Licht? Lava. Ich würde sagen, lass den Tempel looten, aber das Problem ist, es ist dunkel. Problem ist auch, Inventar ist relativ voll. Ja gut, für so ein paar Smaragde und Diamanten würde ich schon noch einen Platz finden. Ich fahre jetzt mal zurück. Wenn nicht, müssen wir uns halt ein neues Zuhause aufbauen. Ja, wie ging da mal ein Kompass? Redstone und Eisen, glaube ich. Hätte ich. Wollen wir uns mal versuchen, einen Kompass zu machen? Damit das wieder gut funktioniert wie letztes Mal? Ja. Warte, ich stelle die Werkbank auf. Wahrscheinlich dann Redstone in die Mitte und außenrum. 4. Genau, das ist ein Kompass. Gib mal her hier. Ich habe jetzt einen Kompass. Sehr gut. Der würde zeigen, dass wir nach da müssen. Hinter dir. Ja gut, ich sag mal so, von da, wo wir waren, plus, also zwischen wo wir jetzt waren und dem Spawn liegt auch unser Zuhause. Also der könnte zumindest einigermaßen helfen. Du sagst, wenn ich irgendwo hinfahren soll, ne? Ja, einfach straight. Und hoffen. Ist eine scheiß Insel im Weg, meine. Wir sind schon vom Kurs abgelenkt. Da rechts. Ja, da ist aber was im Weg. Ja, dann bau durch. Okay. Ich habe so ein YouTube-Video gesehen, wo einer sich nicht bewegt hat in Minecraft und alles nur in einem Boot gemacht hat. Und so sogar den Enderdrachen besiegt hat. Oh, Schildkröten. Eine Hexe. Ich habe leider keine Behutsamkeit. Ich hätte mir Schildkröten Eier mitnehmen können. Anbauen können. Ja. Irgendwas nach links. Jawohl. Unsere Orientierung ist echt einwandfrei. Ja, so kenne ich uns. Ich fand, das hat sich gut angefühlt, Richtung Westen zu schwimmen. Im Notfall müssen wir uns halt einfach unter der Erde durchgraben, bis wir bei uns irgendwie ankommen. Ich kann mich nicht an so viel Wüste erinnern. Ich auch nicht. Ich bin doch ehrlich gesagt nicht ganz so glücklich, dass wir so nah am Land sind. Ja, vor allem, weil hier so ein Mini-Zombie lang taucht. Lalalalalala. Fahren wir mal wieder raus hier.
Ja, wir könnten gucken, ob wir hier durchkommen, aber ich bezweifle es auch. Aber es ist auf jeden Fall kein alter Chunk. Das Gebilde sieht voll geil aus hier oben. Also der Berg mit den Löchern. Wir haben uns verfahren. Nein. Wir finden wahrscheinlich nicht mal mehr die Insel, auf der wir waren. Wenn das Schöne daran ist, uns werden wieder die gleichen Sachen töten wie letztes, also wie das eine Mal, die Dinger, die kommen, wenn man zu lange nicht geschlafen hat. Die Phantoms, ja. Aber diesmal habe ich Pfeil und Bogen. Und ich meine, nur mal machen wir uns halt ein Bett und gehen pennen. Niemals! Ist ja nicht so, dass der Kompass uns irgendwie helfen würde. Apropos, laut Kompass müssen wir nach rechts. Ja, das machen wir gleich auch. Ach ja, Tag 31 ist angebrochen. Ich wechsle jetzt mal auf Tag 31. Okay. So. Tag 31. Bisschen geparkt zwischendurch. Ist das da drüben? Ist das da? Nee, ist Erde, nicht Keramik. Guck mal, vorne ist ein Unterwasser-Wasserfall. Sehe ich nicht, dein Schädel ist im Weg. Oder was ist das? Guck mal, hier links von uns. Ist das Obsidian? Ein kaputtes Riesenportal? Das ist, glaube ich, ein kaputtes Riesen. Aber warte mal, da wird 100 pro eine Kiste sein. Geh mal gucken. Geh du mal gucken. Ich kenne mich aus unter Wasser. Ging bisher noch nie schief. Okay. Dann bin ich beruhigt. Aber du hast ja den Hut der Atmung. Nee. Ach doch, hast du mir gegeben, gell? Ja, normal. Und was gibt's Schönes? Totaler Rotz. Nice. Totalen Rotz finde ich gut. Nichts wirklich, wo ich jetzt sage, jawohl, ein bisschen Obsidian. Ich habe einen Feuerball mitgenommen. Weil eine Feuerkugel, ich dachte mir, die wäre vielleicht nicht ganz so schlecht. Ja, damit aber können wir irgendwas abschießen. Ich meine, wir könnten auch den Goldblock oben noch mitnehmen. Guck mal, da ist ein Unterwasserskelett. Willst du den Goldblock noch haben? Oder? Nö, brauche ich jetzt nicht unbedingt. Okay. Ich meine, wir haben Gold, wir haben Blöcke, also haben wir auch Goldblöcke. Sensationelle Logik. Ich weiß. Danke. Fahren wir laut deinem Kompass in eine richtige Richtung? Ja, ein Ticken weiter rechts, aber prinzipiell ist es korrekt. Okay. Schön, dass du den ganzen Kelp mitnimmst. Ja, 5 Stück habe ich schon einstecken. Mit irgendwas muss ich die Schildkröten ja locken. Aber wenn wir nach Osten gefahren sind, deiner Meinung nach, warum sollten wir denn jetzt Richtung Süden fahren? Ja, ich hätte eher gedacht Richtung Westen. Ja, ein bisschen weiter links, aber das wäre dann schon wieder eher Süden, weil etwa hinter uns die Dinge aufgeht. Das ist jetzt Südwesten. Ich meine, wir sind ja vielleicht auch mittlerweile schon sehr fern ab von jedem korrekten Weg. Ich habe vor allem das Gefühl, wir generieren gerade neue Gebiete. Was genau das ist, was wir auf jeden Fall haben wollen. Ja. Aber wenn der Kompass es sagt, ne, dann muss es ja schon stimmen. Vielleicht schickt er uns einmal um die gesamte Welt rum. Meinst du von der anderen Seite wieder? Ja, das kann natürlich sein. Das geht gar nicht. Die Minecraft-Welt ist unendlich. Ein Kreis ist ja auch unendlich. That's deep. Da vorne ist irgendwas. Wir wollen nicht irgendwas, wir wollen unsere Heimat sehen. Taxifahrer, fahr mich heim. Das können wir plündern, Passagier. War ein Schlagloch. Aber passiert. Oh, ein Dorf. Problem ist halt nur mit dem Plündern, wenn man relativ viele Materialien dabei hat, gell? Guck mal, Hasenfell. Guck mal. Wir könnten hier schlafen. Also nicht jetzt, aber
Tendenziell. Das ist Keramik. Brot und Weizen. Alter, ich laufe hier sowas von im Kreis. Kakteen, Brot und Weizen. Oh, Keramik. Keramik ist so geil. Oh. Schnauze da draußen. Ich habe nicht eine Kiste gefunden, gell? Ich habe zwei Kisten gefunden, aber halt nur mit Brot drin und... Ich meine, wir könnten unendlich, also relativ viel Weizen mitnehmen, das ist hier. Oh, hier wären Tonklumpen. Ja, Weizen wäre vielleicht sogar intelligenter als mein Kelb, oder? Ja, ich nehme Weizen mit. Ja gut, dann nehme ich keinen Weizen mit, ist ja... Ich baue dir den Weizen schon mal ab. Tut mir leid, Leute, ihr braucht das nicht mehr. Du handelst nicht, okay? Dann halt nicht. Du hast gerade seinen Weizen geklaut. Ich hab hier gar nichts noch handeln? Ich hab hier gar nichts geklaut. Oh, aber der ist Terrakotta, oder? Ja, gebrannter Dings. Der wird Weizen gegen Smaragde tauschen. Echt? Ja, 20 Weizen, 1 Smaragd. Ich hab 44 mal 9. Und hier, oben ist noch, viel mehr. Also wenn wir es in Smaragde umtauschen wollen würden, wäre dies möglich. Die Frage ist, ob wir das nicht vielleicht dann eher bei einem machen wollen, der bei uns ist. Eben, den wir leveln. Richtig. Ja, zu Fuß weiter oder weiter mit dem Bötchen? Keine Ahnung, wir wissen ja nicht mal, in welche Richtung wir sollen. Ja, das stimmt auch wieder, ne? Warst du in dem großen Turm? Ja. Eine Kiste mit Brot und Weizen. Ja, immerhin. Könnten auch die Dorfbewohner alle umbringen. Würde uns ein Eisen bringen, durch den Eisengolem. Ja, ich weiß es nicht. Ich habe jetzt echt keine Ahnung, wohin wir müssen. Der Kompass sagt, wir müssen... Na, da. Da. Ja, dann, let's go. Aber kamen wir nicht von da? Also... Nee, wir kamen von da, wo du stehst, von mir aus gesehen jetzt. Wollen wir das Boot dann nicht mitnehmen, oder? Ja doch, können wir ja machen. Nimm es mal mit. Ich habe ein Schild da gelassen. Okay. Weil da, wo früher ein Boot war, ist heute bei mir einfach mal ein bisschen Cap. So. Na ja, dann gehen wir mal gucken, ob wir jetzt hier... Also wir müssen jetzt in die Richtung. Laut. Kompass. Wir hätten vielleicht zwei Betten mitnehmen sollen. Ja, mein Gott. Hochmut kommt vor dem Fall. Was? Und Enderman. Ich würde aufgrund der angespannten Situation rund um unser Inventar einfach mal wirklich einfach alles ignorieren, außer wir finden was unglaublich krasses. Ja, so Tempel wäre das Einzige, wo ich jetzt stehen bleiben würde für. Blumen. Ja, für Blumen würde ich auch stehen bleiben, so ist es nicht. Aber für alles andere. Soll ich noch hinter mir? Ja, aber ich bin so langsam. Ich bin halt für die Blumen stehen geblieben. Oh, Kohle. Wo bist du? Geradeaus durch. Ja, aber immer geradeaus gelaufen. Ah, da bist du. Du warst nur hinterm Baum. Liest du den Kompass denn richtig, Krian? Ja, da, wo der rote Pfeil hin zeigt, kommen wir her, oder nicht? Das Norden.
Ich hätte ja schwören können, dass wir einfach nur geradeaus gefahren sind mit unserem Boot. Ja, dachte ich auch, aber wir kamen ja woanders an. Ja, es ist alles sehr strange hier. Gut, vielleicht sind wir woanders angelegt, als wir dachten. Das kann natürlich sein. Hier könnte was sein, das sind Sandsteine. Eine Höhle. Weiter geht's. So, kann ich mir Kaffee einschenken, während ich einfach laufe? Essen ist eine gute Idee. Ja, jetzt kommen wir hier an den Ozean. Das ist doch ein gutes Zeichen. Schönes Licht. Pintrin. Was schönes Blau. Muss man auch mal sagen. Da ist wieder unten bisschen Korallenriff. Ja. Moment, wir hatten auf der Hinfahrt hatten wir auch einen Korallenriff. Ja, aber leider gibt es nicht nur einen Korallenriff. Doch, ich glaube, es gibt nur eins in der ganzen Minecraft-Welt, Krian. Ja, und es war auch so leicht rechts oder so da rechts von uns. Das heißt, es müsste jetzt links von uns sein. Aber egal. Also, Wälder gab es. Wirklich, wir kommen nie wieder zurück. Ja, ich meine, abgesehen von den Dingen, die wir gebaut haben, wäre das ja nicht so tragisch. Einfach weil. Und wir haben alles Wichtige dabei: Kupfer, was wir nicht mehr bräuchten. Wir könnten ein Nomadenleben führen, Krian. Guck mal, Wölfe. Das Problem ist, meine Hunde würden halt verhungern. Wir können das auch ganz einfach beenden, indem wir jetzt die Hunde hier anschlagen und jetzt stehen bleiben. Problem solved. Nach rechts? Ja, also laut Kompass. Weil ich meine ja wirklich, dass der rote Pfeil eben zum Spawn zeigt, also zu unserem Spawnpunkt. Weil Norden würde ja keinen Sinn machen. Ja, du, ich werde das gleich mal im Wiki nachlesen. Ich meine, es ist im Prinzip wie der bei Fluch der Karibik. Er zeigt dir das, was du willst. Die Heimat. Das ist in unserem Fall. Ach so, das wollen wir. Bist du dir sicher, dass es das ist, was du willst, Krian? Nö, aber. Ich wähle mir das einfach mal ein. Ach so, okay. Ich meine, nachher willst du Diamanten und er zeigt mir, wo Diamanten sind. Und dann? Ist ja auch dafür gibt es aber auch eine einfache Möglichkeit, wenn du im Wasser bist. Für Diamanten? Mit so einer Chunk-Regel. Du musst im Wasser gucken, wo Clay ist und dann... Da, wo Clay im Chunk ist, ist auch Diamant. Nee, aber da kannst du dann so straight drunter gehen und was weiß ich, solche Zahlenkombinationen musst du beachten. Du musst ein bisschen aufpassen. Oh, hier ist ein Lavaloch. Achtung, hier, Lavaloch. Ist gefährlich hier, einfach lang zu hüpfen. Wir müssen übrigens weiter nach rechts, gell? Ja, so schräg oder 90 Grad? Nee, 90 Grad. 90 Grad nach rechts. Warte, dann komme ich erstmal wieder zu dir. So, hier. Hi. Na, da bist du. Hallo. Jetzt schickt er uns wieder... Ich hasse diesen Kompass. Vielleicht ist hier der Spawn. Ja, aber weißt du noch, welche Richtung wir gegangen sind vom Spawn aus? Ich habe keine Ahnung, Krian. Da wir jetzt hier zu diesem Zeitpunkt so oft woanders gespawnt sind, kann ich dir nicht mal sagen. Und hier sind überraschend viele Tiere dafür, dass hier der Spawn sein soll, also. Wir haben wieder einen Ozean vor uns. Das ist doch immer eine gute Sache. Ja, aber jetzt schickt er mich wieder zurück. Ja, es kann durchaus sein, dass hier der Spawn ist dann. Guck mal, hier sind Pferde. Komm, wir laufen jetzt mal hier lang. Ich möchte an den Pferden entlang, das hier, wird sich... Hier, switcht er. Genau hier.
Ich laufe jetzt hier rüber. Hier sind auch die kähende Baumdinger. Ich glaube, ihr seid echt unser Spawn gewesen. Also, ich glaube tatsächlich, wir sind von hier gekommen. Weil dann sind wir hier, wollten wir andocken und... Ich weiß nicht, wo du bist. Ich bin zum Korallenriff zurück. Wo wir ursprünglich waren. Ja, also das ist im Prinzip da, wo du gesagt hast, ich muss rechts weiterlaufen. Also da, wo die Berge sind. Nee, das ist ein Skelett, das bist nicht du. Ich hab Angst. Das ist okay. Welche Berge? Ich meine, ja, ich hab Hügellandschaft, aber... Die Richtung, in die ich gelaufen bin, hast du gesagt, du hast gesagt, wir müssen rechts, und dann bin ich in eine Richtung gelaufen. Ja, ich habe mehrfach gesagt, dass wir rechts müssen. Ja, jetzt am Ende halt. Wo du gesagt hast, jetzt drehst du wieder um. Dann bist du umgedreht. Ich hab keine Ahnung. Ich bin neben einem Berg, gefühlt. Unten. Im Tal. Es wird dunkel. Aber neben einem Berg, oder? Verdammt. Es ist soweit. Was ist los? Die kommen. Phantoms kommen. Ja. Ich würde sagen, wir machen hier erstmal einen kurzen Cut, weil die Folge ist zu Ende, wenn ich das richtig gesehen habe. Ist absolut korrekt, Krian. Gut, dass du es sagst. Und schauen wir mal, wie es ausgeht. Bis gleich. Haut rein. Ciao, ciao.